Hi, mein Name ist Tarek Südik. Ich bin Politikwissenschaftler und beschäftige mich hauptsächlich mit Protesten, könnte auch sagen Protestforscher. Und ich habe das Buch Die neue Protestkultur bei Hansa Blau geschrieben. Worum geht es in dem Buch? Ich schaue mir mehrere Länder an, in denen es in den letzten Jahren überraschende Proteste gab, Proteste, mit denen man vielleicht nicht so unbedingt sofort gerechnet hatte. Das wäre in Hongkong, das wäre Deutschland, aber auch Sudan und Iran. Und in all diesen Kontexten schaue ich mir an, was hat eigentlich die Menschen dazu gebracht zu protestieren, warum tun sie das, aber auch welche Taktiken und welche Strategien haben sie dabei verfolgt. Und mir geht es ein bisschen darum, dass es ja eben nicht nur die Menschen im sogenannten globalen Süden sind, die von uns lernen können, wie man sich für Demokratie einsetzt, sondern ganz häufig können wir ja auch schauen, was hat bei ihnen funktioniert, welche Taktiken waren erfolgreich, wie haben es die Menschen in Hongkong zum Beispiel geschafft, der Autokratie in China Zugeständnisse abzuzwingen. Und dann eben auch daraus lernen können, was in anderen Regionen funktioniert hat, aber auch was dort nicht funktioniert hat. Denn eine Sache ist auch klar, auch Staaten lernen voneinander im Umgang mit Protesten und ja, das ist die Gegenentwicklung. Darauf kann man sich auch einigermaßen vorbereiten. Egal, was für Proteste wir in den letzten Jahren erleben, ob das Umweltproteste sind, ob das Proteste gegen Rechtsextremismus sind oder Bauernproteste, immer wieder kommt auch die Frage auf, was bringt das eigentlich oder wie kann Protest eigentlich Erfolg haben? Und das ist eine relativ komplexe Frage, auf die es auch nur eine komplexe Antwort geben kann. Und ich versuche das so anschaulich wie möglich aus verschiedenen Richtungen innerhalb der Protestforschung und meiner eigenen Forschung heraus zu beantworten. Ich bin selber sehr gespannt, ob mir das auch geglückt ist und ja, freue mich sehr darauf, das Buch dann hoffentlich bald auch mit euch zu besprechen.